Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. In der letzten Folge haben wir eine Flöte gefunden, ganz viel gemacht und wollen nun weiter. Ja, ich habe mal nachgeguckt, wie das hier funktioniert mit dem, was denn hier auf uns wartet. Und apropos warten, wir müssen warten, dann funktioniert's. Ich glaube, hier konnten wir auch rein. Oder auch nicht. Aber ich weiß, dass hier irgendwo ein Portal war. Ich bin mir jetzt aber unsicher, wo. Ah ja, wir können hier hin. Stimmt, ich erinnere mich. Denn wir haben ja jetzt den Titanhandschuh. Da. Wir können eigentlich hier hin. Ach, Moment, oder mussten wir da so und dann... Ah, so ging das, genau. So, und jetzt rennen wir bis zum Ende und finden. Da, den Zauberumhang. Tagi, du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. Ja, so Unsichtbarkeit, das kann manchmal ganz sinnvoll sein. Vor allem beim nächsten Endgegner, wie mir gerade einfällt. Haha. Aber der liegt noch in etwas weiterer Entfernung. Zum einen müssen wir das mal hin. Und dann können wir hier runterspringen. Ah. Es gab nämlich eine Brücke, da wohnt ein Penner drunter. Und das ist kein Witz, da müssen wir hin. Ich weiß nicht. Ich hasse das. Ich weiß nun leider nicht mehr welcher. Also welche Brücke, oder? Was? Ich glaube, es war die... Okay, ich glaube, ist egal. Komm. Und jetzt hat das für uns das sagenumwobene Zauberpulver. Streue es auf Gegner und viele andere Dinge. Verbraucht natürlich Zauberenergie, also Magieanzeigen-Energie-Teil. Aber mit diesem schönen Item macht zum Beispiel sowas. Können sie immer noch nicht töten, aber es ist ein lustiger Effekt. Ja, komm, geben wir nicht auf, den sonst wo. So, ja, komm, wir besuchen jetzt den Brückenpenner, da habe ich jetzt Lust drauf. Oder, keine Ahnung, ist es ein Brückenpenner? Ich glaube, es ist ein Landstreicher, ich bin mir aber unsicher. Und zwar müssen wir hier runter. Wir müssen auf jeden Fall dazu... Ach, komm schon. Meine Güte. Auf jeden Fall dann die Brücke runter. Wie auch mal wieder jetzt hinkommen. Ich glaube, wir mussten erst in die Schattenwelt und dann da unten rein und sowieso. Ja. Komm, geh mir nicht auf. Funktioniert das jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Also wenn wir jetzt quasi. Ich hatte ja gesagt, dass das Tor zu Hyrule auch das Tor zur Schattenwelt ist. Also müsste man an und für sich kehren, wenn man da durchgeht. Ah. Just as I said. Und jetzt können wir weiter den Brückenpenner besuchen. Aua. So was muss ich doch nicht sein, oder? Aua. Meine Güte. So, denn hier ist ja noch eine Brücke. Das heißt, wir stellen uns jetzt auf diesen Punkt hier. Dahin. So. Und aktivieren unseren Zauberspiegel. Dann sind wir jetzt hier und können jetzt unter die Brücke. Und da lebt wirklich unglaublich ein Brückenpenner. Oder sowas, keine Ahnung. So. Und wir gehen hin und fragen ihn. Nö. Ich hab Fläche. Ich sehe, Kai, du steckst in Schwierigkeiten. Aber mehr kann ich dir nicht geben. Da, 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 da. Eine magische Flasche, daran kannst du verschiedenes auch werden. Und es schläft da und wir können nichts mehr machen. Er ist nur da, um uns die letzte Flasche zu geben. Der Typ ist voll sinnvoll. War das alles, was ich hier machen wollte? Nein, ich weiß, wir müssen nochmal zu unserem Haus zurück. Vielleicht funktioniert jetzt das, was ich denke. Oder hoffe, dass es funktioniert.
Ich hoffe eher, dass es funktioniert, anstatt dass ich denke, dass, weil ich weiß es im Grunde gar nicht. Da, 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 da. Ich frage mich immer noch, wie die Wachen uns wehtun wollen. Ich meine, die haben nur so ein so Stoff da vorne an dem Speer dran. Also die können uns doch im Grunde gar nicht. Egal. Wir wollen nicht bei diesem Spiel über Logik diskutieren. Mal schauen. Hat er sie jetzt? Hat er sie? Hat er sie? Hat er sie? Nein, er hat sie noch nicht. Wovon ich rede, das werde ich euch noch nicht verraten. Vielleicht später. Jetzt erstmal den Zauberspriegel benutzen. Um in die Lichtwelt zu kommen. Dann mit der Flöte. Uns einen flöten. Nein, wir lassen uns von der Taube mitnehmen. Gehen nach 3. Ich glaube, es reicht sogar, wenn man in der Lichtwelt ist. Ja, komm, du hast mich gehört, ich weiß, aber das ist mir egal. Ich bin eh schneller als du. Weg! Und weg! Übrigens, der Junge, der da vorher so schnell langgelaufen ist, den kann man, wenn man die Stiefel hat, einfangen. Und da sagt er dann einem irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Und wir können es auch nicht mehr nachgucken, glaube ich. Weil ich glaube, der Mensch ist, der Typ ist weg. Egal. Aber jetzt sind wir hier. Wo wir schon mal waren. Vor etlichen Folgen. Ich weiß nicht, wie vielen. Und jetzt können wir hier hingehen. Zu diesem Ding. Und können da das Zauberpulver drauf sprühen. Und dann kommt da so ein Viech. Ra, wie kannst du es wagen, mich aus meinem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich. Ra, das schreit nach Rache. Mach dich auf etwas gefasst. Ra, na, gefällt dir das? Er verzaubert uns. Ach, siehst du, ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, nicht? Das freut dich, was? Nun dann, toi 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 und mach's gut. Ja, wir verlieren jetzt in jedem Fall nur noch die Hälfte unseres Magiehaushaltes durch Magiesachen, was uns beim nächsten Endgegner sehr, sehr helfen wird. Ich meine, das ist sogar der Trick hinter dem Gegner, wie man ihn bewusst leicht kaputt bekommt. So, dann gehen wir jetzt noch ein paar Gimmicks sammeln. Es ist im Grunde ganz einfach, was wir jetzt noch alles finden. Wir gehen einmal in die Wüste. Wir werden hier aber noch nicht in den Tempel gehen. Das machen wir erst gleich und es regnet. Und zwar versuchen wir jetzt unseren Weg hier durch dieses Krautlabyrinth zu bahnen. Und gehen erstmal hier rein. Wir müssen hier irgendwo hin. Ich weiß aber nicht mehr wo. So. Huch, was ist das? Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber es ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Na, wie sieht's aus? Ich zahle nicht los. Danke, Kumpel. Also, man sagt Monster im Sumpf. Die Monster im Sumpf. Ah, ich kann nicht richtig reden. Also, Kumpel. Nochmal. Also, man sagt, Monster im Sumpf produzieren das Unwetter nur so aus Spaß. Wenn du die Luft mit einer größeren Macht bewegst, hört der Regen vielleicht auf. Ja. Ich weiß. Jetzt wieder. Ich hätte so mich umhergeirrt, weil ich vergessen habe, wie das funktioniert. Egal. Wir machen jetzt erstmal das hier. Und zwar benutzen wir den Zauberspriegel. Und gelangen genau in die falsche... Nein, das klappt. So. Und machen hier etwas auf. Und gehen da dann rein. So. Und Schieberätsel. Moment. Den nach da. Den nach da. Den nach da. Den nach da. Ganz toll. So, das war schwer. Das war anspruchsvoll. Ich hab's gelöst. Muhaha. Und zwar gab's hier irgendwo... Ich weiß nicht mehr, wo war das denn? Ha, bist du lustig. Moment. Jetzt, da wir jetzt schon mal hier sind, können wir das doch eben suchen. Moment, da war die Höhle, da war das. Da. Dahin. Da. Da. Und wir fliegen wieder weg. Wann wir es können, da müssen wir hin. Ich hoffe, das geht von hier aus. Das müssen wir von der anderen Seite dahin. Und es schregnet wieder. Ja, es schregnet. Es gradet nicht, es schregnet. So, ouch. Nee. Ja, wo war das denn? Ach, warte mal, wir können doch einfach mal so den Spiegel benutzen.
War das hier? Nein. Es war... da. Na, ich glaube, ich weiß, wie man hinkommt. So, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen hier lang. Und hier hoch. Und den umrennen. Und weg. Und töten. So, und zwar war hier unten ein Stein, der uns nichts bringt. Aber ich weiß, wo mein... Ah, ich weiß, wo, ich weiß, wo, ich weiß, wo. Wir müssen hier hoch. Und da nochmal hoch. Und legen den Hammer an. So. Und so. So und so und so und so. Und dann können wir hier durch. Und sind wieder in der Schattenwelt. Wo wir, meine ich, aber nicht den Vogel benutzen können. Nein, der ist hier tot, oder keine Ahnung. Ist das ein langer und ätzender Weg. Was steht auf dem Schild? Sumpf des Bösen, kein Eingang, kein Entkommen. Das ist verständlich, wenn man nicht reinkommt, kommt man auch schlecht wieder raus. So. Uff. Das Schild fehlt, der Mann fehlt, alles ist weg. Wir haben alles getötet, aber das ist mir egal. Ich glaube, wir waren hier auch noch nicht. Aber hier ist der Berg abgetragen. Für die, die sich vielleicht daran erinnern, dass hier mal ein Berg war. Wir stellen uns hier hin und bringen uns zurück in die andere Welt. Ich hoffe, mein... Ja, okay. Wir können jetzt hier hin. Und sehen noch so eine Scheibe, noch so ein Teil, so ein Stein. Gehen hin, gucken hin, halte das Masterschwert hoch und du wirst das Feuermedaillon bekommen. Halte das Masterschwert hoch und bekommen das Feuermedaillon. Und töten damit direkt den Gegner. Und es fällt runter und da. Das Feuermedaillon, seine Magie ruft eine riesige Explosion hervor. Achte auf deine Magieanzeige. Ich achte immer auf meine Magieanzeige. So, hust, hust, professionell. Ja, komm, rufen wir erstmal unseren Vogel. Denn wir müssen jetzt dahin, und zwar in der Schattenwelt, dahin. Am besten über Schloss Hyrule, oder? Ja, komm. Ich denke, das funktioniert so. Ich hoffe, es funktioniert so, sonst darf ich gleich den ganzen Weg nochmal zurück und nochmal hin und wieder zurück und hin und zurück und hin. Moment, war hier nicht auch irgendwas? Nein. In irgendeinem anderen Wälder war hier was. Oder war es hier in der Schattenwelt? Keine Ahnung. Nein, stopp doch. Ich erinnere mich. Zurück, Link. Zurück. Nein, es war... Okay, es war in der anderen Welt da. Oder nicht? Keine Ahnung. Ich guck später nochmal. Und... So. Mal eben was nachgucken. Da drin ist nix. Äpfel! Okay, es war da. Aber ob das jetzt wirklich ein Weg war, ich weiß es ja nicht. Ich gucke einfach mal. So, einmal wieder durchs Portal durch. Ein bisschen nach unten und wieder zurück. Damit wir vor dem Tor sind. Töten den Gegner mal kurz, damit er uns nicht weiter nervt. Und zwar hier. Ich bin mir unsicher. Geh drauf. Nein. 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 Dann habe ich mich wohl vertan. Wo geht's denn hier links hin? Das will ich mir doch mal ansehen. Ach hier. Ja. Okay. Da waren wir ja schon. So, und jetzt zurück in die Schattenwelt. Denn wir gucken mal eben in unser Inventar. Denn da fehlt noch was zwischen Buchodor, magischem Puder und Luftmedaillon. Und zwar ein anderes Medaillon, was wir uns jetzt holen werden.
In der Hoffnung, dass wir es auch bekommen. Ich bin mir nämlich jetzt gerade unsicher, ob wir es auch wirklich bekommen. Und nicht nur sich das Spiel denkt, nö. Nicht heute. Und auch nicht morgen, sondern gar nicht mehr. Ich hoffe nicht so. Und zwar sind wir hier wieder ein kleines Haus. Ich weiß, waren wir hier schon mal? In der Welt? Ich bin mir gerade unsicher. Was haben wir da drin? Shop sein oder sowas? Ja. Ich denke, wir waren schon mal da drin. Hier irgendwas? Nein. So, und zwar müssen wir hier oben hin, wo wir schon mal waren. Ich glaube, da haben wir die Schwimmflossen bekommen und Lass mich überlegen. Und wir waren bei der Fee, die uns unser Schild und unseren Boomerang verbessert hat. Und zwar müssen wir hier hin. Wir müssen, glaube ich, das machen. Wir müssen auf jeden Fall was machen, damit die Erde vibriert. Lass das. Hammer? Na, stopp, ich weiß, was es war. Ich meine, es waren die Bomben. Es war ein Busch. Ah, es war ein Busch. Oder wir mussten zwei Sachen reinwerfen, keine Ahnung. In jedem Fall, jetzt kommt Lord Fishy und sagt uns, du hast mich aus meinem... Du hast mir aus schönen Träumen gerissen. Nimm dies und verschwinde wieder. Und wir kriegen... Das Erdemedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. So, und ich meine, wir konnten hier auch irgendwo rein. Oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier rein können, ist eigentlich sehr gering. Na, ich gehe mal davon aus, dass wir nicht da rein können, aber... Auf dem Schild steht was und das gucken wir uns jetzt an. Und zwar steht auf dem Schild, verflucht derjenige, der es wagt, etwas in meinen Teich zu werfen. Ich habe etwas zweimal sogar in deinen Teich geworfen, also bin ich jetzt doppelt verflucht. Schön. Ah, so, aber ich möchte nochmal zu der lieben netten Fee zurück. Denn ich habe ja jetzt ein verbessertes Schwert. Und da die Fee, ja, so nennt ihr es, Sachen verbessert, gucken wir mal. Brunnen der Wunder, wirft etwas hinein und Wunder werden geschehen. Ich werfe etwas. Wir konnten bis jetzt blaue Sachen hineinwerfen. Das war was Besseres. Also werfen wir nochmal etwas Blaues rein. Vielleicht wird es auch wieder etwas Rotes. Wir gucken mal. Flum, 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 flum. Ja, ich habe es geworfen. Ich gebe dir den Gegenstand zurück. Da, 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 da. Nein. Nein, 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 nein. Nochmal. Hallo. Ich will nochmal. Nochmal. Ah, schön. Versuchen wir es mal mit dem Schwert. Vielleicht nimmt sie das ja an. Und macht es zu Schwert 4 oder sowas. Und da ist sie nochmal. Und die Musik fängt nochmal von neu an. Ja, ich habe das geworfen. Und sie gibt mir den Gegenstand zurück. Nein, dann funktioniert das hier nicht. Dann funktioniert das woanders. Ich weiß auch wo, aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Ja. Dann, werden wir, denke ich, jetzt mal noch zum Ende... an besagte Stelle, wo wir eigentlich ganz am Anfang der Folge waren, glaube ich, so hierhin. Wir werden den Stein vom Portal runterziehen. Wir werden durch das Portal durchgehen. Und sind wieder hier. Und die Fliege, oder was es war, hat uns ja gesagt. Die produzieren was, was das dazu bringt, dass das hier alles kaputt ist. Und da sehen wir ein Symbol, was wir bereits kennen. Und zwar das Luftmedaillon. Und jetzt benutzen wir es. Und was passiert? Es wird heller. Und noch etwas passiert. So, der Tempel geht mich offen. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, Gutes, was auch immer. Je nachdem, wann ihr euch das letzte anguckt. Ich und Link winken für euch. Und ich sage, wir sehen uns. Bis dahin. Tüdelü.